So, willkommen zurück bei Schenk und diesmal sogar mit Gast. Ja, hier ist er, der Riku. Ja, hier, hi. War eine spontane Aktion. Ich hatte mal wieder Lust, eine Aufnahme zu machen, weil es kam ja schon eine ganze Zeit nichts mehr. Und deswegen fangen wir erstmal an. Ja, und anders gesagt, uns war so langweilig, dass wir uns auf Skype so ein bisschen ausgetobt haben und dann kam die Idee. Ja. Und wir fangen da jetzt an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, in ja, irgendein Boden. So, auf geht's. Habe ich schon mal gesagt, dass ich den Ladebildschirm hier mag? Nee, noch nie, aber ich mag ihn. Ja. Och, Mensch. Okay, viel kommentieren kann man da ja nicht, nur so Blut, Spritz, Kettensäge, Messer. Erstmal wieder reinkommen, das ist es ja. Ja, aber du hast ja ein Glück, dass du einen Controller zocken kannst. Oh, ich ja. Mit der Tastatur kack da ab. Yeah. Ach Gott, mein Lebensbalken wäre jetzt schon auf der Hälfte. Naja. Oh ne, oder? Minigun, na toll. Ach Gottchen, ach Gottchen. Minigun. Ja, da freut sich der Toba. Da freut er sich. Na, guck doch einfach die Gusche an von Schenk. Ja klar, so nutzen die Gegner ja auch gar keine Bedrohung mehr. Also, ne. Aber schade ist, dass man sie nicht lange hat. Aber ich glaube, ein bisschen laut ist das Game noch. Ein bisschen. Aber ich denke, müsste gehen. Ja, ich höre es zwar gerade aus deinen Kopfhörern, aber ich höre es. Weg. Reicht es nicht langsam mal, das letzte Mal ging es schneller. Da. Oh. Okay, reicht. Fertig mit Minigun. Oh. Ach Gott, diese verdammten Knüppel. Das sind die nervigsten Viecher. Mit den blöden Tussis. Dieser verdammte Shotgun war ich bei Dingsbums da, oder? Hatte der eine M4? Womöglich. Naja, ich sehe es gerade nicht so richtig, ist alles schön verpixelt. Ja, ich kann es nicht ändern, ich weiß auch nicht, an was es liegt. Skype eben. Nee, das ist... Das ist bei mir aber auch ein bisschen verpixelt. Naja, solange die Videoqualität danach besser ist als bei mir, ist doch alles in Ordnung. Naja, ein Dicker. Ach, falsch. Sag mal, hast du was gegen Dicke? Nö. Ich verreck nur gerade. Ja, falsch geworfen. Komm her hier, Fettsack. Oh, falsche Taste. Probierst du mit der Shotgun? Na, es geht einfacher. Einfach greifen und Kettensäge in Wanst. Ja, das ist doch was gegen Dicke, ich hab's doch gewusst. Klar. Oh, Mann. Ich glaube, die Turbo gibt's nicht mehr lange. Der Dicke hat nur, der Obere hat nur genervt. Okay, wenn ich mal anmerken darf, ich höre deinen Controller lauter als dich. Ja, das weiß ich. Dafür kann ich aber leider nicht. Und ich verrecke gerade. Ah, verdammt. Falsche Waffen. Falsche Gegner. Naja. Geh weg, du scheiß Drecksköter. Wie gesagt, ich hab's lange nicht mehr gespielt. Wird's aber schon langsam Zeit. Hm. Bei mir kennst du ja bereits die Problematik mit Mirror's Edge wegen dem Upload. Hm. 7 der 9 Parts schon aufgenommen, fertig gerendert, aber der Upload, der will einfach nicht. Könnt's mir ja mal schicken. Ja, so 1,3 GB, gerne.
Oder könntest du mir auch, ich habe einen Schweizer sozusagen Datenserver. Da müsste es eigentlich gehen. Ja, vielleicht. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf meinen nächsten Umzug auf schnelle und hoffe auf schnelleres Internet. Oh, du gehst mir da oben auf den Sack. Sag mal, was verstecken die sich auch so? Ist doch gemein. Oh, ich falsche Taste auch, Mann. Ja, aber es sieht vom Leben her besser aus als vorhin. Ja. Falsche Taste. Oh. Es gibt ja einen schönen Glitch hier, gell? Ein Glitch? Welchen denn? Ich hab's leider noch nicht so ausgiebig gezockt. So, wenn 12 Minuten. Ja, warte, ich zeig's dir mal, wenn ich's mal hinkriege. Habe ich aber auch schon in den ersten Parts gezeigt mal. Oder im ersten Part. Diesen Glitch. Huch! Das war mal ein schöner Kill. Och, geh mir nicht auf den Pisser. Hey. Da kannst du mit der Kettensäge musst du diese Ausweichtaste halten, weißt du? Und dann mit der Kettensäge und nach vorne immer auf den Gegner ein. Wenn ich es jetzt hinkriege, zeige ich es dir nochmal. Wenn einer da steht. Okay. Ja. Da, das ist der Glitch. Da da kannst du so viele Kombos machen, wie du willst. Das ist ziemlich praktisch. Um ein bisschen was freizuschalten, ja. Aber so viel Schaden macht's auch nicht, oder? Nö. Die können dann auch schon tot sein. Ah. Weißt du, und die werden dann halt gehalten. Okay. Mini-Boss. Ich hab Angst. Oh, brauchst du nicht eigentlich. Sylvester Stallone. Was? Komm. Komm. Das ist jetzt, der Typ ist übelst verpixelt. Ja, ich dachte schon, das wäre nur so bei mir. Nee. Komm, renn doch endlich mal. Hey. Bing. Irgendwie ist es schon harter Brocken. Ja. Ach, mein. Das ist so, das bei dem. Oh, verpasst. Toll. Das Glück eines Let's Players eben. Ja. Sollst du langsam mal was trinken? Ein bisschen Tequila. Halt alle Wunden. So. Okay, jetzt aber. Nee. Na komm. Zu früh gesprungen. Ah, was ist denn das? Komm. Jetzt aber. Nein. Ah. Ah, okay. Da wird sehr schön. Kettensäge im Nacken. Oh ja, das hat schön von der Leben zwar auch gezogen. Oh ja. Ja. Jetzt wird's knapp. Ich würd... Und weg! Puh, jetzt zeig deine Skills. Wie bekommst du jetzt hin? Die Fratze ist immer so fein, ey. In der... Och nö, das vergesse ich ja. Ach Mensch. Na komm. Komm jetzt, ey. Und jetzt. Danach höchstens noch einmal, dann hast du es, oder? Ja, noch ein bisschen. Scheiße. Nee. Scheiße. Verdammt. Okay. Ja, super. Ja, ich überspring mal.
Ist doch so schön gleich hier zu failen. Ja, das ist geil. Warte den letzten Boss ab. Wenn ich da erstmal. Jetzt sind wir doch lustig. Auf jeden Fall wird das lustig. Aber diesmal weiß ich ja wieder, wie es ging. Das ist ja das gut. Boah. Das hasse ich. Epic Face Punch. Okay. Ja komm, du großer Typ, renn dir doch einfach mal deine Fresse an der Wand dann. Ja, wird immer Zeit, oder? Jetzt? Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich, glaube ich, ewig gebraucht für den beim ersten Mal. Ja. Jetzt stirbst du immerhin schneller. Ja, danke. Also, du weißt doch, ich bin ein Motivationsprofi. Auf jeden. Okay, aber jetzt sieht's doch einiges besser aus als vorhin. Ja, falsch lässt du. Noch geschafft. Und komm jetzt noch einmal, das bekommst du hin. Ja. Wenn ich mich... Na komm, ich vertraue auf deine Skills. Ja, welche Skills? Die des Controllers. Ja, wie man verreckt. Und jetzt! Jetzt! Nein! Scheiße. Komm, ey, das muss doch jetzt mal gehen, ey. Magazin hält der Typ auch locker aus. Vor den 5 Granaten und den ganzen Shotgun-Schüssen der Kettensäge im Nacken ganz abgesehen. Boah, Stirnacken halt. Boah, ich hasse es. Meine Fresse, ey. So geht's mir in Skyrim mit den Riesen, wenn ich noch gerade unterlevelt bin, die einmal drüben kloppe, da fliegst du auch hoch. Und zwar noch höher. Die One-Hit, nein. Jetzt! Zack! Jawohl. Endlich! Ich frag mich ganz ehrlich, was haben die ganzen Leute gegen den Arm? Ein bisschen dick? Oder wen meinst du jetzt so? Den Schenk! Oder naja. Wie der so heißt. Hast du die ersten Parts verfolgt? Nicht aufmerksam. Nicht schön wieder sterben, ey. Boah, ey. Let's go. Komm, jetzt. Jetzt muss es passen. Denn wenn es bei dir nicht so leckt wie bei mir, dann sollte alles gut gehen. Nee, ich hab alles flüssig. Das ist sehr schön. Und das war's. Und Granate in die Fresse. Ja, die Bosskills sind bei Schenk immer sowas Episches. Ist einfach nur geil. So. Also das ist ein Spiel, das sollten die eigenen Kinder nicht unbedingt spielen. Nein. Ich glaube, man könnte das sogar noch fast indizieren. Ach, Ivo. Da gehört der Team Fortress 2 eher indiziert als Schenk. Ist es doch, sozusagen. Ist nur geschnitten. Ja, da gibt's aber auch ein Patch irgendwie. Aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Auf jeden Fall. Muss ich mich mal wirklich schlau machen. Ja, muss irgendwie patchen. Ja. Fail. Zu früh gedrückt. Nochmal. Aber die... Checkpoints sind eigentlich ganz gut gewählt hier bei dem Spiel. Ja. Fast so fair wie in Lost Odyssey. Boah. Ey, nee. Komm her. Okay, das mit Lost Odyssey war ja eigentlich Sarkasmus. Da gibt es nämlich keine Checkpoints. Ja. Das war ab und zu mal bitter für den armen John McCloud. Auf jeden. Fail wie du, Jo.
Video, also Best of, war ja auch ganz nice. Ja. Er hatte da ja extra eine Jury für. Hm, du warst ja dabei. Genau. Ich wollte eigentlich auch. Ich sollte eigentlich auch mitmachen, aber ich hatte dann keine Zeit. Es waren eigentlich ja nur 1,5 Stunden an Rohmaterial-Video. Hm. Geh drauf da oben. Es ging zeittechnisch eigentlich. Ach, da kommt der eine Nei und klebt immer einen. Da oben, der nervt. Komm, der hat doch nur noch so ein bisschen was vom Lebensbalken. Na bitte. Das ist halt blöd, wenn mehrere gemeinsam sind. Und ich will ja vielleicht auch noch, wenn möglich, ein Re-Up machen, weißt du, im Hard-Mode. Aber da glaube ich eher nicht wirklich dran, dass das was wird. Naja. Ich habe schon mal angetestet. Das ist zwar nicht schwer, aber ja, okay. Oh nee, oder? Ah, toll. Jawohl. Ja, das sind auch so nervige Genossen. Hm. Okay. Oh. Na hey, wo keine Kugel mehr hilft, da ist jede Granate gut. Er lebt noch. Okay, nicht mehr. So. Oh. Das Thema hat sich erledigt. Hm. Da oben die schnell mal. Und den da unten. So. Der ist auch weg. Los, komm, geht da oben drauf. Meine Fresse ist der Hauptdeckig. Hm. Bin wieder fast tot. Aber ich glaube, müsste jetzt eigentlich ein Checkpoint sein. Tot. Ach, ist doch schon Normalzustand bei dir. Was? Fast was? Tot. Ja. Frag nicht. Oh. Ja. Du musst es auch betonen, gell? Nee. Das war jetzt böse. Ja, war's auch. Zu früh. Ja, zweimal. Ich krieg heute, ey. Das liegt. Okay. Ich glaube, irgendwie ist es bestimmt an der Nacht. Ja, das liegt jetzt auch noch an der Uhrzeit. So 22:30. Nein. Dieser Schlafentzug von gestern. Ja, okay. Waren ja, kannst auch liegen. Waren ja nur 2 Stunden. Oh, du Pisser. Ach so, nur. Geht ja noch. Ja, wenn du noch eine Stunde fahren musst, frühs. Bei mir sah es ja nicht anders aus. Und ich hatte 2 Arbeiten heute. Ja, ich hatte noch einen Vortrag. Hä? Ja. Ist das nicht fast dasselbe? Gott, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sollte man echt mal verklagen, dass sie so spät noch so gute Serien und Filme bringen. Hm. Kommt doch keiner zum Schlafen. Nö. Okay, ich hoffe mal, so langsam nähern wir uns dem Boss. Das müsste dann fast schon Ende sein. Ich hoffe okay. Es. Ansonsten gibt's halt einen Schnitt, aber müsste eigentlich fast Ende sein. Ja. Oh. Ach Gott, der Miguel flog ja schön. Hm. Aber jetzt also, habe ich da unten so einen Dicken, der nervt. Siehst du, ich habe doch gewusst, du hast was gegen Dicke.
Habe ich nicht. Seit dann kommt der runter. Ach, der hat's Gleichgewicht verloren. Hat eben keine awesome Assassin's Creed Skills. Hm. Da ist auch noch einer. Ach, da oben dieser Pablo Miguel. Hm. Oder Gott, wie soll man das aussprechen? Keine Ahnung, egal. Mexikaner. Da musste sich jetzt auch keine Gedanken mehr machen. Der ist mindestens schon 5-mal oder 6-mal gestorben in dem ganzen Spiel. Okay. Hier machen wir einen Schnitt. Also bis später. Hier geht's nächstes Mal weiter. Bye bye.